Eine Mutter greift nach ihrem Kind und ist total entsetzt. Sie kann es nicht begreifen, denn sein Körper ist zerfetzt. Es war einer dieser Tage, an dem alles friedlich war. Doch stand auf einmal dieser Panzer von den Feinden, die in ihre Heimat kamen. Plötzlich drehte er den Turm einfach zu ihr, nahm die Mutter und den Sohn ins Visier. Er war mit Scheinen und lief auf den Panzer zu und rief: Lass mich schon mein Land in den Ruhe. Doch sie kommen friedlich, um ihr Land zu befreien, vom Diktator Saddam Hussein und seiner Tyrannei. Und in all diesen Jahren sind sie das wahre Gesicht von den Soldaten aus der Fremde und Freiheit, Freiheit gibt es nicht. Plötzlich drehte er den Turm und den Sohn ins Visier. Er war bescheiden und lief auf den Panzer zu und rief: Lass mich schon mein Land endlich in Ruhe. Eine Mutter greift nach ihrem Kind und ist total entsetzt. Sie kann es nicht begreifen, denn sein Körper ist zerfetzt. Es war einer dieser Tage, an dem alles friedlich war. Doch stand auf einmal dieser Panzer von den Feinden, die in ihre Heimat kamen. Eine Mutter greift nach ihrem Kind und ist total entsetzt. Sie kann es nicht begreifen, denn sein Körper ist zerfetzt. Es war einer dieser Tage, an dem alles Frieden. Go to hell, Obama! We're not afraid from you! We're not afraid! We are with Muammar Gaddafi! This is the Libyan people, not you! This is the Libyan people! All the Libyan people with Muammar Gaddafi! Muammar Gaddafi, our leader! We will not let him go! And he will not go! There's no revolution after Muammar Gaddafi revolution! There's no revolution! The only revolution that's in Muammar Gaddafi revolution! Go to hell, Sarkozy, and Obama, keep bombing, keep bombing, keep losing your money. We're not afraid.
We are with Muammar Gaddafi. We are with Muammar Gaddafi. You should understand this word. We are with Muammar Gaddafi. All the Libyan people with Muammar Gaddafi. You are nothing, Obama. You are nothing. And the NATO, where is the safety that the NATO talk about? Where's the democracy of your country? Leave us, leave alone. Leave us. Let us live in peace. Let us live in peace. We won't live in peace. And peace with Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi, give us the safety. Give me the freedom. Give the Libyan people the freedom.